hat halt auch einfach Spaß gemacht, mit Erwachsenen über erwachsene große Dinge zu reden. Bürgermeister von Berlin. Vorstandsvorsitzender der Volksbank. Vorstandssitzender von der GASAG. Ich war Vorsitzende einer Handwerkskammer. Ich habe einmal mehr erlebt, wie aufgeweckt viele Schülerinnen und Schüler sind, wie toll das Projekt Berufspate angenommen wird. Ich glaube, man kann gar nicht früh genug beginnen, in der Berufsorientierung zu arbeiten. Eine Stadt wie Berlin, die so bunt ist, aber auch mit einem Haufen Problemen zu kämpfen hat, da wird es ganz zentral darauf ankommen, dass wir die Menschen, die hier leben, egal wo sie herkommen, gut ausbilden, gut zusammenführen. Und das findet einfach in den Schulen statt. Da waren ganz spannende Fragen dabei, ob ich mehr Geld habe als Ronaldo. Das war, glaube ich, eine Frage, ob ich Milliardär wäre und ob mir die Bank gehört. Das sind alles so Kleinigkeiten, wo man ja sieht, da kann man gut was erklären. Die Schülerinnen und Schüler haben tolle Fragen gestellt und waren sehr, sehr aufgeschlossen für alles, was wir aus dem Berliner Handwerk oder was ich aus dem Berliner Handwerk erzählen konnte. Wir müssen früh anfangen, genauso wie das die Berliner Schulpaten eben auch tun. Beruf muss positiv besetzt sein. Erst dann kann ich in die Auswahl der Berufe gehen. Also ich fand die Berufsstunde total cool, weil ich halt auch vieles gelernt habe. Mir hat es auch Spaß gemacht, weil ich beim Bürgermeister war. Also ich fand die Berufsstunde richtig cool, weil ich von jedem ein Autogramm bekommen habe.